Sag mal, Frank, ja, wie lange haben wir denn noch bis Weihnachten? Ich glaube 96 Tage. Bis Heiligabend, ja, ne? Ja. Und also, ich denke mal, den Dicken da, den müssen wir vorher noch waschen, baden, duschen, ne? Ja, ja, ja. Und das müssen wir schon eine gewisse Zeit vorher machen, ja, weil der dauert so lange, bis er drauf ist. Ja. Haben wir denn da schon mal einen Termin ausgemacht? Ja, ja, ich glaube, das war so der 9. rum, ne? Ja, der 9. Oktober. Dann wird es aber schon knapp, ne, dass der trocknet, ne? Aber, das wird knapp. Aber irgendwie kriegen wir doch da noch hin. Wir kriegen den wieder trocken, auf jeden Fall. Kuschelweich rein und alles ist gut. Ja, so richtig mit Bürste von oben und unten. Ja. Ja, das wird lustig. Bestimmt. Der weiß doch gar nicht, was auf ihn zukommt. Ja, hoffentlich ist er nicht so kalt. Ne? Das könnte doch kälter sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja. Rocky, ich habe gehört, es gibt bald einen Badetag für die Weihnachtsmänner. Ja, also wir müssen uns mal langsam baden. Ich rieche ja nicht so schön. Nein! So, aber die kleine Pussy, der Blaue, der stinkt. Ja, ja. Hat er nicht geduscht in Berlin? Nee, in Berlin hat er 3 Tage nicht geduscht, hat aber trotzdem mit Marina gekuschelt oder was weiß ich da. Und da haben die Bäder gerochen. Ja, ne, und jetzt stinkt er immer mehr, also müssen wir da ihm mal in eine Badewanne schicken, in eine Duschanlage. Wollte den mal richtig abschruppen, ne? Und ja, den Puller wasche ich nicht, aber den Rücken, den werde ich richtig abschruppen oder was. Da das richtig hartnäckig ist, habt da irgendwas mit der Waschanlage, ne? Eine industrielle Autowaschanlage. Aber wir werden nicht jetzt weiter so ein bisschen erzählen, weil das soll ja mal eine Überraschung werden. Also lasst euch mal überraschen, das wird wieder richtig lustig. Am 9. Oktober seid ihr alle eingeladen. Urteil geben, aber nicht bekannt. Ne? Nee. Das ist eine Überraschung. Und die Waschanlage geben wir auch nicht bekannt oder was weiß ich da. Und mir ist auch aufgefallen, warum Frank immer so säuerlich riecht. Weil der hat bestimmt zu Hause Ehekrise. Seit Wochen postet der kein Schnittchen mehr im Facebook. Und keine Badewannenvideos. Ne? Keine Badewannenvideos. Ja, die fehlen richtig, oder? Du bist raus, ne? So, jetzt habe ich drauf gedacht. So, hallo! So, die beiden Weihnachtsmänner, der rote und der blaue, die haben ja bald Badetag, ne? Was? Die haben bald Badetag. Glaubst du das? Ja, doch. Die erzählen das nicht. Nein, wir haben 60 Tage bis Weihnachten und die möchten gerne frisch gebadet zum Weihnachtsfest ihre Geschenke verteilen. Ne? Irgendwie fehlt uns da noch irgendwie so eine grobe Bürste, um wirklich den Dreck des ganzen Jahres runterzukriegen. Ich habe noch so eine alte Pferdebürste, ja, weißt ne, du noch? Also, ja, ne? Die kann ich, ja, ne, die hole ich mir dann mal am Dienstag ab. Ne? Mhm. Aber die ist echt gut. Ne? Die, guck mal, ich hatte damals noch richtig Haare und dann. Ja, ach so, ja. Ne, ne, und dann bin ich ja mit diesem Rechen über den Kopf gegangen. Ja, ja. Ne? Gut, ich sehe das. Und, ja, und dann sieht man dann so aus. Ja, ne? Also das kriegen wir schon hin, die beiden richtig sauber zu kriegen, den ganzen Dreck des ganzen Jahres ab, den ganzen Scheiß. Das kriegen wir hin. Ne? Ja. Ich kann noch ein bisschen Spiritus von der Arbeit mitnehmen und vielleicht noch den letzten Dreck in den Ecken noch ein bisschen abbrechen. Ne, der rote und der blaue müssen richtig strahlen nach dem Badetag. Ne? Ist egal, wie lange sie zum Trocknen brauchen. Schleudergang. Wir schaffen das. Schleudergang. Ja, ne? Oder Mikrowelle. Hi Frank. Ja, hi Chris. Ne, wir haben ja heute viel Spaß hier. Auf dem V8 treffen die bei dir, ne? Richtig. Aber Weihnachten rückt immer näher, ne? Wie viele Tage noch? Ich glaube, aber 90. 90 Tage bis Weihnachten. Der Badetag rückt auch immer näher. Ja, das sind nur noch, ich weiß nicht, eine Woche. Ne? Ja, nee, 2 Wochen. Naja, 14 Tage. Also, ne, ich habe eben schon mit dem Jesus gesprochen. Ne? Der bringt dann für den roten Weihnachtsmann. Der wird bestimmt richtig dreckig sein, ne? Der richtig grobe Bürste mit. Den werden wir wohl bestimmt richtig sauber kriegen. Da gehe ich doch mal ganz stark von aus. Ja Gott, mit dem Trocknen mal sehen. Aber bis Weihnachten werden wir das wohl schon schaffen. Ich hoffe, dass die Bürste nicht zu hart ist, nicht, dass da nachher Löcher drin sind. In dem Kostüm? Nein, in Rocky. Das ist nicht so krass. Dann ist der Bauch nachher weg. Der badet ja ohne Kostüm in Bade. Wie heißt das? Badeutensilien oder Badeanzug? Ja, irgendwie sowas, ja, Badeanzug. Ja, also, sein, ja.
Borat nicht, ne? Nee, da bin ich ja noch dran, aber ja, will er ja nicht. Ne? Also, wenn er weigert sich einfach in diesem Borat. Ja, also wenn Jesus den Borat vorlegt, macht Rocky den Borat nach, ne? Das möchte ich sehen. Also ich verabschiede mich jetzt hier erstmal. Ja.